Guten Morgen, meine Lieben. Und da hinten mäht irgendjemand Rasen, deswegen hoffe ich, man hört mich gut. Und ich bin so aufgewacht, habe auf mein Handy geschaut. Dann sah ich die Nachricht von meiner Mom so. Und sie hat geschrieben so, ja, also ich hätte da eine Idee für einen Garten. So. Und dann habe ich geschaut, so, was sie geschrieben hat. Und dann hat sie geschrieben, sie will einen Strand bauen. Und eine Strandbar. Das mit der Strandbar dauert noch ein bisschen, aber wir gehen jetzt dann gleich Sand kaufen beim Baumarkt und dann bauen wir einen Strand um unseren Pool ein bisschen. Da soll das Ganze hin bis hier, glaube ich. Ich habe mir jetzt einen Zopf gemacht und hole meine Schuhe schnell und jetzt fahren wir zum Baumarkt. Und ich finde die Idee gerade voll crazy, dass wir einfach einen Strand kriegen neben unserem Pool. Es ist mega heiß im Auto, aber wir fahren jetzt zum Baumarkt, um Sand zu kaufen und nochmal so eine Plane, wo halt drunter kommt. Die drunter kommt, ich darf meinen Bayerisch nicht raushängen lassen, sonst verstehen mich wieder Leute nicht. Aber ja, mal schauen. Wir sind jetzt wieder zu Hause und ich habe eine Hose von mir für meine Mom, weil sie hat keine Kurzhose mehr. Und die leihe ich jetzt und wir haben jetzt eine Plane gekauft, weil unsere fast leer ist, die wir noch zu Hause haben. 150 Kilo Sand und wir müssen dann wahrscheinlich aber nochmal fahren. Also das hört sich zwar viel an, aber es ist dann in der Menge wahrscheinlich nicht so viel. Müssen wir mal schauen. Und dann haben wir noch zwei so Pflanztöpfe gekauft, weil meine Mama will wieder was einpflanzen. Die ist crazy. Und jetzt mache ich wieder was zum Trinken. Ich habe mal wieder unser Lieblingsgetränk zurzeit gemacht. Das schmeckt so lecker. Meine Nägel könnte ich auch mal ablackieren heute. Also die Mama Lee hat jetzt schon hier so die Folie, wo der Sand dann drauf kommt. Hat sie hier so ausgelegt und da kommt noch was hin dann. Und ich bin schon mega gespannt, oh mein Gott. Wir haben jetzt da schon diese Randsteine draufgelegt und damit der Sand halt einfach nicht so in die Wiese rollt. Ja, kann Sand überhaupt rollen? Ich weiß nicht. Ich hole jetzt einen Rechen und ich glaube, ich habe ihn gefunden. Ich weiß aber nicht welchen, das sind nämlich zwei. Es ist so warm. Ich sterbe. Ich muss jetzt dann gleich im Pool gehen. Wir fahren jetzt gleich nochmal zum Baumarkt, weil wir brauchen noch mehr Sand. Go. Wir nehmen jetzt noch zwei solche Steine mit. Die kommen dann da in der Mitte rein in den Sand. Wir sind jetzt wieder aus dem Baumarkt draußen und wieder ich kann nicht reden, Mann. Und haben nochmal 150 Kilo Sand gekauft und haben es auch noch was gekauft. Ah ja, diese zwei Steine da noch. Und das, ich habe schon wieder irgendwas im Auge. Ja, wir machen jetzt auf jeden Fall weiter, wenn wir zu Hause sind. Oh, bin ich eigentlich behindert? Ich habe einfach daneben geschaut. Wenn ich nur aufs Handy schaue, mein Gott, bin ich blöd. Ich gehe jetzt tauchen. Mhm.
habe jetzt noch kurz mein Zimmer aufgeräumt und jetzt mache ich noch mal so ein leckeres Trinken. Und meine Mama ist jetzt gefahren, weil die holt dann meinen Bruder ab von einem Freund. Und mein Freund kommt jetzt gleich. So viele Freunde auf einmal, oh mein Gott. Ja, der müsste jetzt dann gleich da sein. Ich mache gerade Guacamole. Wer erinnert sich noch an das TikTok von mir, wo ich mir das ins Gesicht geschmiert habe? Auf jeden Fall, ja. Okay. Wir machen heute Tacos. Hallo, wer randaliert denn hier so, bitte? Der Meister. Der Meister. Wir haben jetzt hier schon diese Schälchen da. Und da haben wir jetzt was zum Befüllen. Und jetzt befüllen wir das. Und wir haben noch Hackfleisch. Da. Meister. Das zu. Jawohl. So sieht mein Taco jetzt aus. Ja.